Hallo und herzlich willkommen, finanzieller Normalo. Immer wieder höre ich die unterschiedlichsten Gründe, weshalb viele noch nicht in Aktien und ETFs investieren. Im Video möchte ich dir die häufigsten Gründe zeigen, welche mir in meinem Freundeskreis genannt werden. Das ist natürlich keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung. Mich würde es wirklich sehr interessieren, ob du den ein oder anderen Grund auch schon in deinem Umfeld gehört hast. Schreib es gerne in die Kommentare. Grund Nummer 1: Angst vor dem Risiko. Immer wieder höre ich, dass viele Angst haben, mit Aktien Geld zu verlieren. Im Gespräch fallen dann meist die Worte Dotcom-Blase, die Finanzkrise 2008 und der Wirecard-Skandal im Jahr 2020. Wer in Aktien investiert, hat natürlich immer ein gewisses Risiko, sein eingesetztes Geld komplett zu verlieren. Da sollte man auch nur Geld investieren, welches man in den nächsten 15 bis 20 Jahren nicht braucht. Falls man in Einzelaktien investiert, sollte das Portfolio diversifiziert sein und seine Position sollte die Größe von 5 bis 10% nicht überschreiten. Sieht man sich jetzt jedoch den MSCI World ETF von iShares an, kann man Folgendes sagen. Mit einem ETF kann man das Risiko sehr stark reduzieren, denn der MSCI World beinhaltet rund 1600 Unternehmen. Die 10 größten Positionen sind unter anderem die Firmen wie Apple, Microsoft, Google, Nestle und viele mehr. Grund Nummer 2: Es scheint unmöglich zu sein, den richtigen Einstiegspunkt zu finden. Den richtigen Einstiegspunkt zu finden ist wahrhaftig eine Kunst für sich und eine schiere Unmöglichkeit. Wenn man jedoch gar nicht erst anfängt, in Aktien oder ETFs zu investieren, entgehen einem viel höhere Gewinne, als wie man zu einem höheren Kurs kauft. Der wichtigste Einstiegspunkt ist also immer heute, denn der Kursverlauf des MSCI World zeigt uns, dass es in den letzten 5 Jahren fast egal war, wann man eingestiegen ist. Verlust hat man also nur gemacht, wenn man gar nicht investiert hat und natürlich nur unter der Bedingung, dass man den ETF für einen längeren Zeitraum behält und nicht bei dem nächsten Rücksetzer gleich wieder verkauft. Grund Nummer 3: Zweifel und Unwissen zu Finanzprodukten. Als ich mal bei Freunden zu Gast war und ich ihnen erzählte, dass ich meine Liebe fürs Investieren in Aktien entdeckt habe, kam sofort die Antwort der Mutter: Aktien sind nichts für mich. Da muss man sich ja richtig gut auskennen und jeden Tag die Kurse prüfen. Das ist nichts für mich. Ich dachte mir dann: Okay, wow, da kann ich dir jetzt nicht ganz zustimmen und war fasziniert, wie manche über Aktien denken und auch dies auf ihre Kinder übertragen. Um ganz ehrlich zu sein, ich kenne nicht alle Finanzprodukte aus dem MSCI World und deren Unternehmen, aber sie erwirtschaften für mich Gewinne, ohne dass ich mich richtig stark mit diesen Unternehmen auskenne. Grund Nummer 4: Gebühren und hohe Kosten lösen Angst aus. Ich kann dir getrost sagen, das war einmal. Heutzutage gibt es sehr viele Anbieter wie zum Beispiel Trade Republic oder Scalable, bei denen die Kosten sehr gering sind und ein Kauf und Verkauf von Einzelaktien lediglich 1 Euro kostet. Als ich im Jahr 2018 Aktien gekauft habe, hatte ich tatsächlich auch noch pro Orderausführung eine Gebühr von fast 10 Euro. Ich kann den Punkt also sehr gut nachvollziehen. Denn bei einem Investbetrag von 100 Euro oder wie im Beispiel zu sehen von 52 Euro zahlte ich 10 Euro für den Kauf meiner Aktien und werde nochmal 10 Euro für den Verkauf der Aktien zahlen. Mit so kleinen Beträgen rechnet sich das einfach nicht, in Aktien zu investieren. Im Jahr 2021 jedoch habe ich bei Trade Republic dann lediglich 1 Euro gezahlt. Dies ist als Fremdkostenpauschale ausgewiesen. Dieser Euro fällt dann auch wieder beim Verkauf an. Somit haben wir wirklich sehr geringe Gebühren mittlerweile, wenn wir in Aktien oder ETFs investieren möchten. Grund Nummer 5: Meine Eltern haben mit Telekom-Aktien sehr viel Geld verloren. Kommen wir jetzt zu einem Grund, welchen ich selbst sehr oft von meinen Eltern gehört habe. Meine Mama hat immer Folgendes gesagt: Aktien sind schlecht. Dein Vater hat Geld mit Telekom-Aktien verloren. Ich habe das Geld lieber auf dem Sparbuch gelassen und dafür satte 8% Zinsen bekommen. Die Bankberater wollten auch, dass ich mein Geld in Aktien investiere. Heute bin ich froh, nicht in Aktien investiert zu haben. Meine Mama hat also ein ganz schlechtes Bild von Aktien, welches auch nur sehr schwer aus ihrem Kopf rauszubekommen ist. Sie sieht jedoch nicht, dass sie seit 2008 keine Zinsen mehr bekommen hat und die Inflation ihr Geld auf dem Sparbuch auffrisst. Mein Vater hingegen
hat den Fehler begangen, dass er die Telekom-Aktien verkauft hat. Hätte er diese bis ins Jahr 2021 behalten, hätte er vermutlich Gewinn gemacht. Hast du auch einen dieser Gründe schon von deinen Eltern gehört? Es gibt natürlich noch viele weitere Gründe, die ich immer wieder in den Gesprächen höre, wie zum Beispiel, über Geld spricht man nicht, Erinnerung an vergangene Krisen, ich habe nicht genug Geld, ich habe nicht genug Ahnung von der Finanzwelt, Sparen ist besser als investieren, Bargeld ist sicher, Zinsen sind unsicher. Das kostet alles so viel Zeit. Der nächste Crash ist nicht mehr weit. Ist ja gerade alles ziemlich hoch und teuer bewertet. Da wirst du nicht reich, sonst würden es alle machen. Alle Kurse sind schon viel zu hoch. Ich habe lieber echtes Geld in den Händen. Mit Aktien kann ich mir ja nichts kaufen. Die paar Cent Dividende, die lohnen sich doch gar nicht. Da verliert man nur sein Geld. Mein Ur-Ur-Großonkel hat damit sein gesamtes erspartes Kapital verloren. Börse ist doch nur Glück. Aktien sind Spielerei. Die Dotcom-Blase hat gezeigt, dass sehr viele Leute ihr Geld verloren haben.